Am 18. Mai 2014 trafen sich in Trier zur Lauben ca. 80 Stadtteilbewohner und Bewohnerinnen aus Trier Nord und Farmeck in Frankreich sowie Mitarbeiter der Vereine AESF und dem Bürgerhaus Trier Nord. Im Rahmen des europäischen Interreg 4a-Projektes Grenzenlos Austausch und Erleben sozialer und kultureller Intervention und Vielfalt in der Großregion war es unser Anliegen, ein Europa der Menschen zu stärken und Begegnungen und Austausch von Stadtteilebene zu fördern. Die Ziele des Projektes waren Stärkung bürgernaher Partnerschaft, Festigung grenzüberschreitender Zusammenarbeit und die Entwicklung sozialer, zukunftsweisender Projekte. Zum Abschluss des Projektes sind wir nun mit dem ehemaligen Postschiff Telegraph 4 von Trier nach Schengen unterwegs. Wir werden jetzt auf dieses Schiff dort zugehen und es betreten, damit unsere Reise rechtzeitig beginnt. Alors, nous vidons nos verres et nous nous dirigeons vers le bateau. Guten Tag, mein Name ist Bernd Weimann. Ich bin Mitarbeiter des Bürgerhauses Trier Nord und es ist für mich eine Ehre und eine Freude, heute hier mit unserem Partner aus Farmeck von dem Verein AESF hier an Bord zu sein. Und von daher war es schon über viele Jahre mein Anliegen, einen Weg zu finden, eine Einrichtung zu finden, die so ähnlich arbeitet wie das Bürgerhaus Trier Nord, die gemeinwesenorientiert ist, die in der Präventionsarbeit und in der Kinder- und Jugendarbeit tätig ist. Und da war es für uns ein Glücksfall, eines Tages Kontakt mit AESF in Farmeck zu bekommen. Und wir haben mit kleinen Schritten angefangen, uns auf unterschiedlichsten Ebenen, ob es der Vorstand ist, ob es Mitarbeiter sind oder ob es Senioren sind oder Jugendlichen, uns zu begegnen. Wir haben uns kennengelernt beim Grillen, wir haben uns kennengelernt beim Fußballspielen und wir haben gemeinsam ein Wochenende organisiert. Vor allem, dass wir es geschafft haben, dass Jung und Alt hier an so einem Projekt partizipieren und mitmachen können. Und dies ist hier unsere Abschlussfahrt dieser ganzen Aktionen, die in den letzten Monaten stattgefunden haben. Wunderbar und toll, dass wir hier gemeinsam auf diesem Schiff sind, hier gemeinsam diese Zeit verbringen von Trier nach Schengen. So wird für mich Europa lebendig, so wird es anfühlbar, so lernen wir uns kennen, so entstehen Freundschaften und das, denke ich, ist gerade in der heutigen Zeit oder wenn man bedenkt, dass am 25. Mai die Europawahl ist, ein wunderbarer Einstieg in dieses Thema. Ja, mein Name ist Michael Isler von der Kinder- und Jugendabteilung des Bürgerhauses Trier Nord. Neben mir steht unsere Kollegin Christina Oberhausen und daneben die Nashia, eine Schülerin aus Trier Nord, die im Ferienprogramm bzw. auch in unserer Städtepartnerschaft mit Farmeck zusammen verschiedene Durchführungen gemacht hat. Letztes Jahr waren wir mit jeweils 4 Jugendlichen in Brüssel, ebenfalls mit einer gemischten Mannschaft. Wir hatten die Möglichkeit, einen kulturellen Austausch zu machen, die Stadt kennenzulernen und vor allen Dingen auch
Kontakt zwischen französischen und deutschen Jugendlichen herzustellen. In diesem Jahr wird am 1. Juni ein internationales Treffen stattfinden, bei dem auch die Leute von FAMEC dabei sein werden. Wir werden einen Mosaik-Workshop zusammen mit Jugendlichen aus Trenord und aus FAMEC bei diesem Fest veranstalten. Im Großen und Ganzen muss man sagen, es war ein großer Erfolg und so konnten vor allem auch Vorurteile abgebaut werden und auch die Zusammenarbeit mit FAMEC gestärkt werden. Je vais déjà saluer toutes les personnes ici présentes et puis c'est un grand bonheur de me trouver ici. Alors, je suis Janine Neveu, présidente de l'AISF, cette association de prévention spécialisée et d'insertion d'un public particulier. Je suis très heureuse d'avoir rencontré il y a 5 ans les dirigeants du Birkenhaus. Nous avons créé des liens très forts malgré le manque de la langue, mais nous avons des liens très forts, nous avons eu des échanges, nous avons le même but, s'occuper des jeunes, culturellement les faire se rejoindre et les attacher plus particulièrement à l'Europe. Là, c'est important pour nous aujourd'hui, cette rencontre. Elle cimente ces rencontres que nous avons faites différemment, les échanges que nous avons pu avoir avec les jeunes. Bien sûr, on est toujours très heureux de se retrouver et je pense que ça continuera dans le temps. Alors bien sûr, moi je fais partie d'une époque, de Gaulle je connais, Adenauer je connais, Schuman je connais. Pour moi, ça représentait un rêve, pouvoir réunir tous ces jeunes dans une seule unité, l'Europe. Bonjour, merci pour cette invitation. Je suis Léna Jean-Luc, le directeur de l'AISF. Alors, notre collaboration avec le Burger House était à l'origine pour se faire rencontrer notre public, les jeunes du Burger House et les jeunes de l'AISF. Donc, sur un projet d'échange culturel, avec de la musique, des échanges un peu plus conviviaux. Nous avons organisé des séjours de vacances avec des jeunes de Trèves et des jeunes de FAMEC. On a aussi collaboré avec des gens un peu plus âgés dans l'insertion, avec l'insertion de Trèves qui faisait de l'insertion. Et nous sommes aussi un chantier d'insertion à FAMEC où nous occupons d'espaces verts. Et donc ces jeunes se sont rencontrés aussi pour des échanges. Ensuite, nous avons aussi eu des échanges avec des personnes un peu plus âgées de Trèves Nord qui sont venues chez nous un week-end à FAMEC. Et donc tous ces échanges ont permis à nos publics de se côtoyer, d'enlever un petit peu cette frontière et cette barrière que l'on a, qui est pour nous un peu fictive. En tout cas, nos jeunes, même si de notre côté, ils ne parlaient pas allemand et les jeunes allemands ne parlaient pas français, ils ont fait des week-ends où ils se sont très bien entendus, où avec des regards, de simples gestuels, les jeunes ont les mêmes préoccupations, la même musique, le même mode de vie. Et donc c'était tout un bonheur de les voir se réunir ensemble. C'est la fin de ce projet Interreg, mais nous désespérons pas de voir un autre projet ou une continuité, en tout cas, de nos rencontres avec le Burger House. Là, il faut absolument qu'on aille plus loin avec Bernd au niveau du Burger House de Trèves Nord. On a monté après un projet avec Interreg. Pour preuve, le 1er juin, c'est la fête internationale à Trèves et nous y serions. Nous allons y aller avec des jeunes, on va faire de la mosaïque, on va tenir un stand. Et ce n'est plus Interreg. Et donc c'est bien la continuité d'une action qui a déjà été entreprise. Et voilà, et c'est ça le secret. D'accord. On a mis en route une machine qui, à mon avis, ne peut pas s'arrêter. Voilà. Et on est bien content. Ich bin sehr gerne gekommen, weil ich an diesem Projekt glaube,
weil ich das Bürgerhaus Trier-Nord schon seit lange kenne, viele Jahre schon, weil ich weiß, was für einen Stellenwert sie hat in Trier, in Trier-Nord, und weil ich weiß, dass sie Visionen hat, die durchaus Realität sein könnten und Realität sind zum Teil. Und wenn sie Realität sind, dann geht uns allen Menschen in Trier und nicht nur in Trier, sondern über Grenzen hinweg viel besser. Mein Leben lang habe ich mich dafür eingesetzt, dass es keine Grenzen geben sollte oder gibt zwischen Menschen, zwischen Nationen, zwischen Kulturen. Und FAMEC, das Projekt, das wir jetzt zu Ende bringen und sehr schön zu Ende bringen, ist ein für sich ein Meilenstein in diese, auf diesem Weg. Auf unserer Kooperation für die Zukunft würde ich große Wetten abschließen. Einfach deswegen, weil FAMEC, diese Leute aus FAMEC, wie soll ich sagen, bereit sind, mit uns zu arbeiten, so wie wir bereit sind, mit ihnen zu arbeiten. Klein im Kleinen, die Bedürfnisse, die Dinge, die besprochen werden, sind nicht weltbewegend, aber sie bewegen etwas innerhalb unserer Gemeinden und innerhalb dessen, was wir unter uns ausmachen. Wir haben uns kennengelernt, die beiden Institutionen, und haben festgestellt, dass die Stadtteile, in denen wir arbeiten, ziemlich vergleichbar sind. Also was die Höhe der Arbeitslosigkeit angeht, was sozialer Hintergrund vieler Familien ist, viele Familien in Multiproblemlagen. Wir haben beide Institutionen viel Qualifizierungsarbeit mit Erwachsenen und auch vor allen Dingen mit Jugendlichen gemacht. Also wir haben ja im Bürgerhaus eine Seniorengruppe, die hat schon vor hinzufahren. Wir arbeiten mit Jugendlichen. Da ist es ganz toll, dass hier so ein grenzüberschreitendes Angebot gemacht werden kann für Jugendliche aus Trier-Nord, die ja sonst wirklich nicht oder selten über Trier-Nord hinauskommen. Wir hoffen natürlich, dass die Kooperation auf der Ebene weitergeht, und wir tun alles dafür, dass wir das auch in Zukunft so auf der Ebene machen können. Die Mosel ist sicherlich das Rückgrat der Großregion. Diese Großregion, die an und für sich Identitätsprobleme hat, die es nicht wirklich fertig bringt, sich so darzustellen, wie sie es gerne möchte. Das hat auch sehr viel damit zu tun, dass die Großregion in den Köpfen von Politikern existiert, aber noch nicht wirklich unten beim Volk angekommen ist. Auf der Ebene, wo wir heute auf diesem Schiff zusammen sind, auf der Ebene dieser Menschen, die zusammentreffen, die absolut alle keine persönlich bedeutenden Menschen sind, aber die Vertreter ihrer Region sind, die Vertreter ihrer Gedanken sind, die Vertreter ihrer sozialen Schichten sind, die Vertreter ihrer Familien sind. Das ist das, was Europa braucht. Genau davon wird Europa leben. Genau das wird Europa zusammenbringen, indem es versteht, dass wir ein Europa der Menschen brauchen. Auf dem Niveau der Menschen, auf dem Niveau der Vereinigungen haben wir es fertiggebracht, die Menschen zu verbinden, Projekte zu machen, die die Leute zusammenführen, die die Menschen zusammenführen, die nicht nur Politiker zusammenführen, sondern die auch die Menschen ganz unten zusammenführen, wie sie eben in unseren Dörfern und Städten leben. Vielen Dank. Bis demnächst. Ici, vous êtes dans les locaux de l'ISF. L'ISF, nous vous l'avions déjà expliqué, mais ça peut être redit. Nous avons trois types d'activités. La prévention spécialisée pour des enfants mineurs sur le territoire de FAMEC. Ensuite, nous avons, à la suite de réflexions, nous avons ouvert une activité supplémentaire qui est le chantier d'insertion pour un public en très grande difficulté et la formation adaptée pour ce public-là. Nous avons été donc visiter au Burger House l'insertion des publics, notamment dans la cuisine. Ils avaient donc des chantiers d'insertion où les gens travaillaient dans les cuisines. Ils sont venus chez nous, nous avons aussi de l'insertion. Nous, c'est dans la tonte d'espace vert, donc tout ce qui est environnemental. Des activités complètement différentes, mais avec le même objectif. Toujours prendre des gens éloignés de l'emploi, et essayer de les intégrer dans de la formation ou de l'emploi existant.
C'est pour ça qu'avec le Burger House, hein, on a très vite vu qu'on faisait à peu près le même travail. Hein, en tout cas, on avait la même idéologie, hein, par rapport à ça, de pouvoir amener des gens d'un point A vers un point B. Et Interreg nous a permis de pouvoir nous rencontrer et de mettre en place des projets que Farella vous expliquera peut-être un peu plus en détail, peut-être pas tous les projets, mais un peut-être en particulier, sur ce que l'on a fait donc avec les jeunes Allemands. Je suis Madame Debza Farella, chef de service du club de prévention de FAMEC. Ensemble, on a pu rencontrer les professionnels du Burger House, qui sont aussi, chez nous, c'est des éducateurs spécialisés. En Allemagne, c'est proche, mais eux, c'est plutôt un cursus universitaire. On a pu échanger sur nos pratiques. C'est dans cet état d'esprit-là que, justement, des jeunes de Trèves Nord, du Burger House, et des jeunes de FAMEC, de l'AISF, du club de prévention, ont pu ensemble, dans des groupes mélangés, participer à des projets, notamment à Bruxelles, où ils ont pu se rendre pendant des week-ends de 3 jours pour visiter la capitale, notamment le parc Mini-Europe. Et on a pu constater que ces adolescents ont pu justement nouer des liens et que la langue n'était pas un barrage, puisque quelques Français maîtrisaient un petit peu l'allemand et des Allemands maîtrisaient un petit peu le français. Et puis, je crois que les jeunes, de toute façon, ils partagent une culture commune au niveau de la musique, au niveau de plein de choses, qui fait que, justement, ça les rapproche. On est invité à participer le 1er juin à Trèves, à la fête internationale, où, justement, avec des jeunes, nous animerons ensemble, on va co-animer un atelier mosaïque. Écoutez, moi je suis très heureuse parce que nous avions besoin de cette amitié transfrontalière. Il faut qu'elle dure. La langue ne nous gêne pas, finalement, tout est dans les regards et puis on fait tous quelques efforts. Mais nous avons besoin de vous, les jeunes ont besoin de se connaître. On a besoin de traverser la Moselle très facilement. Et je suis sûre que dans l'avenir, on fera encore beaucoup de choses ensemble. Ich möchte mich gerne Ihrem letzten Wunsch anschließen. Wir haben ja während der Interreg-Phase im letzten Jahr auch Herrn Eschenauer in Grevenmacher kennengelernt. Und wenn das möglicherweise ein dritter Partner ist für die Verwirklichung des Schiffsprojekts, dann sind wir auf einem guten Wege. Und wir müssen wirklich noch viele Gruppierungen und halt auch Freunde finden, die unser Projekt unterstützen. Aber ich habe 2 konkrete Wünsche und das ist, dass diese Herzlichkeit zwischen uns und auch diese selbstverständliche Fachlichkeit, die wir zum Trage bringen durch unsere tollen Projekte, dass wir diese Art von Kooperation und diese Basis für unsere Gespräche beibehalten. Das finde ich wunderbar. Das Zweite ist, dass wir es schaffen, diese Zielgruppen, die auch Sie angesprochen haben, ob das Senioren sind, ob das Jugendliche sind, dass wir dafür Begegnungen und Austausche organisieren können. Donc, on est content évidemment de cette coopération franco-allemande, parce que au-delà des frontières, les problèmes restent les mêmes pour ceux qui sont le plus en difficulté dans notre société. Il est aussi important qu'on puisse échanger sur des pratiques qui sont peut-être un peu différentes. Hein. Bien entendu, l'organisation administrative allemande n'est pas la même que l'organisation administrative française. Donc, il y a sans doute des idées à prendre de part et d'autre de la frontière. Et comme ça n'est pas loin, évidemment, la coopération va pouvoir se poursuivre, même se développer. En tout cas, si ce que l'on réussit à FAMEC peut être transposé à Trèves, voilà. C'est pas pour vous jeter des fleurs, mais je pense que ce sera plutôt positif. Je ne doute pas qu'eux-mêmes ont beaucoup d'idées. J'ai entendu parler d'une péniche notamment et je trouve que c'est très original. Comme nous sommes aussi des gens de terrain, je pense qu'on va s'entendre. Vive l'amitié franco-allemande. Et plus que jamais, nous nous sentons européens. Für heute endet unsere Reise. Doch das Blauband der Mosel ist zum Symbol und zu unserem Fahrwasser geworden. Das gemeinsame Schiff der Partnerschaft hat Fahrt aufgenommen und viele Anlegestellen gefunden für Begegnungen und Projekte. Die Erwartungen sind groß. Schiff Ahoi,
Merci und danke. Ja.